Moin Leute, also ganz zurück zu Let's Play Song of Horror. Dem Kackding, wo ich keine Karte habe, aber eine Ho-Ho-Ho. Wir sind der gute Hascha. Und schauen wir mal, ob ich irgendwo. Ew. Klingt aber nicht so schön. Ich durchlatsche. Irgendwo müssen wir ja was finden, was man mit der Hoe, mit der Hacke hier so ein bisschen öffnen kann. Paar Wege frei machen. Oh, schon wieder solche Kackgeräusche. Wenn ich mich jetzt irgendwo verstecken muss, habe ich echt gelitten, weil ich habe nichts. Ich habe nicht mehr eine Karte. Mega unfair. Ist es irgendwie dunkler als beim letzten Mal? Nee, ich glaube nicht. Tür ist sofort zugefallen. Wenn ich nur ein Werkzeug hätte, alles klar. Hallo? Geht das jetzt? Wow. Okay, gut. Bin ich behindert. Das ist gut. Das Rohrsystem ist sehr komplex. Ja, wir spielen ja auch nicht Super Mario, mein Freund. Da hätte es so ein bisschen. So kann ich. Also das ist nicht das untere, das ist hier das Ding. Eine große Erleichterung, der Brenner ist angezündet. Oh, kann ich wieder was umdrehen? Jetzt fließt das Wasser durch dieses Rohr. Ich muss sicherstellen, dass ich alle Wasserventile öffne. Ja, auf dem Pott hatten wir doch noch was, oder nicht? Falteberg, ich glaube. Warum? Den kannst du bestimmt mal irgendwann gebrauchen, oder nicht? Haben wir da Esche? Holz ist aufgrund der Feuchtigkeit verfault. Paar alte und miserable Tongefäße. Warum sind die miserabel? Ist das hier mein Safe Room? Bin mir nicht sicher, aber ich meine halt eben auf dem Scheißhaus hätten wir da noch was. Allerdings weiß ich jetzt nicht, wo das Scheißhaus ist. Ich weiß, es ist unten. Und wenn da nichts sein sollte, ja dann, waren hier die Kloaken? Okay. Ist etwas in der Nähe immer noch blockiert? Oh oh. Kann ich mich da unten verstecken? Übel riechende dunkle Flüssigkeit. Ich gehe wieder raus. Oder nee, auf den Toiletten, da war. Hatte ich diesen Hebel nicht auch schon runtergezogen? Oder war hier nur so ein Rohrsystem? Habe ich dann jetzt irgendwie alle Rohre betätigt? Dann würde ich halt nochmal oben probieren, wenn ich gehe, dann. Ach, keine Ahnung, ne? Oh lol, ich muss mal gerade nach der Kamera gucken. Ich habe die vergessen zu verstellen. Obwohl es geht. Alles gut, das geht. Ich habe die normalerweise mal mittig zentriert, aber ich habe sie nach ganz links geschoben. Das mache ich gerne, wenn ich mit meiner anderen Kamera aufnehme. So vlogmäßig irgendwie was oder labalaba halt, ne? Gut, da bin ich ein bisschen behindert. Aber ist ja okay, wenn die dann da auch funktioniert. Vielleicht ist es sogar besser, ich weiß es nicht. Das sehe ich dann ja spätestens bei der Bearbeitung. Kann es sein, dass mit Hascha das hier alles recht safe ist? Weil bis dato ist ja echt nichts passiert. Aber ich möchte jetzt auch mein Glück nicht herauskitzeln und rennen, weißt du? Aber wenn ich renne, dann ärgere ich die Entität. Und die Entität macht dann dumme Sachen. Sowas wie, oh ja, dann kommt auf einmal wieder die Mumie. Oder Türen muss ich zuhalten. Oder, aber hier, ich muss mich verstecken. Und ich weiß nicht, wo man sich hier verstecken kann. Ich würde dann einfach ins Freie gehen und hoffen, dass es passt. Aber ich glaube, die Entität ist so eine richtige Bitch und sagt, nee. Nee, mein Schätzchen. So, Gebiss wird im. Ach, der bleibt überall stecken. Sie ist schon ein bisschen kackjes. How about now? Wie? Was habe ich denn übersehen? Ha. Huh. Okay, ja gut, da war das eine noch mit dem Blocken, ne? Dass die Rohre blockiert sind, aber.
Ich habe doch nirgendwo noch irgendwie was. Nee, aber ich habe auch nur noch mal einen Füllfederhalter. Das ist jetzt sehr ungünstig. Hier ging ja gar nichts mehr, ne? Ja, ist ja dann der Geheimweg, den ich ja freischalten werde, möchte, keine Ahnung. Hör auf zu vibrieren, mir kann hier hoffentlich nichts passieren. Und wenn, halt doch, dann bin ich halt richtig gefickt. Was war mit der Tür eigentlich? Ach, die war abgeschlossen, na. Wieso kannst du nicht knacken? Ich wollte hacken sagen, hacken gibt's hier nicht. Vielleicht noch irgendwas in diesem Boilerraum machen? Ich gehe hier einfach nochmal einmal um Pudding, oder? Bitte wechsel die Perspektiven nicht so. Das ist unmöglich, sie zu öffnen. Macht ja alles nervös, was habe ich ja schon mal erwähnt. Hier ging das ja auch nicht. Hier war ja schon auch Schlüssel, was ich nicht habe. Das wird hier noch richtig beschissen, sobald ich die Schlüssel habe, kann das sein. Versperrt. Von der anderen Seite öffnungsbar. Schlüssel. So stabil, um sie aufzubrechen. Ja, du sollst nicht aufbrechen, sollst du knacken. Und wenn das eine Ding von der anderen Tür aufschließbar ist, dann brauchst du ja einfach nur gepflegtes, nice Paper. Oh, Schlüssel. Schiebst es unter der Tür durch, sofern der Spalt groß genug ist, ja, dass da auch ein Schlüssel durchpasst. Und dann schiebst du mit einem Füllfederhalter mal den Schlüssel durch und dann Tabula Rasa. Und dann kannst du es aufmachen und kannst sagen, hallo, hier bin ich. Möchten Sie einen Staubsauger kaufen? Nein, möchten Sie gleich zwei kaufen? Sehr schön. Saugt auch sehr gut. Scheiß doch die Wand an, Mann. Ich muss ja doch irgendwas übersehen haben. Das Wasser fließt durch die Rohre. Ich sollte den Hebel nicht berühren. Okay, jetzt geht das da. Okay. Ich verstehe das nicht. Also ich jetzt hier nochmal beim Pisspot gucken, weil hier auch eine Rohranlage war, aber da war ja nirgendwo ein Hebel. Also nicht, dass ich irgendwie ihn gesehen hätte. Die scheiß Fliegen haben mich auch mega abgenervt und abgelenkt. Ja, wie viel... Ja, das ist halt nun mal so... Kaka riecht nicht gut. Methangase kommen aus dem Darm. Willst nicht mal die Hand reinstrecken? Ich weiß nicht, so den oh mein Gott. Den Saunder da, den Thunderman. Wie hieß denn der? Silent Hill 2. James? James Saunder? Oh, lecker, alter, schöne. Ew, Kacke rumgewühlt. Ih, was hast du da? Steckst du nicht ein? Okay, du hast es nicht eingesteckt. Du hast da. Es liegt da. Ich glaube nicht, dass ich so etwas Ekelhaftes brauchen werde. Was ist denn das? Geil. Das sind so ein Kacke-Klumpen erstmal rausgegrapscht. Ja, dann ist ja eigentlich alles nice doch jetzt, oder? So von der Rohre her? Warum tickt mein Herz jetzt wieder durch? Ich gehe jetzt erstmal nach oben in der Hoffnung, dass das funktioniert. Dem Herrn ist kalt, der muss ja hier auch mal wieder ins Bad. Oh! Shit! Egal. Egal, egal. Ha! Um den Wendler zu zentieren. Egal! Ich will das nicht. Schluck auf. Ja, so klingt mein Schluck auf.
Boah, lass mich aber diesen Scheißsäbel umhebeln und dann lass nur schöne Dinge passieren. Ich sag ja immer noch, man hätte das Regal auch leer räumen können und dann einfach verschieben oder einfach wegschieben. Aber wahrscheinlich ist es ein Mechanismus. Das heißt, es ist fest auf einer Schiene oder irgendwie was. Bin ich jetzt in unserem Heiligtum, so ein Satanistenorden? Hallo, ich würde mir das gerne angucken. Ach, liegt da eine Leiche? Bemerkung des Priors. Notizen von Pater Malik Wörr. Prior der Abtei St. Cecilia über das Verhalten der Mönche. Mein Herz tickert. Vor einigen Tagen beobachte ich, wie die Brüder ein seltsames Ritual durchführten. Sie aßen abwechselnd vor einem Spiegel und zündeten die Lampe an und löschten sie dann aus. Diese Aufzeichnungen sollen festhalten, was herausgefunden wurde, und ich hoffe, dass sie sich für jeden als wertvoll erweisen, der sie es findet. Vor dem Spiegel sitzend beobachten sie das eigene Spiegelbild und alles, was sich hinter ihnen befindet. Dann machen sie die Lampe aus oder dimmen ihre Flamme so weit, dass sie, geblendet durch das vorherige Leuchten, nichts mehr sehen. Daraufhin zünden sie noch einmal an und beobachten ihre Reflexion und alles, was hinter ihnen ist, wobei sie diesen Vorgang mehrmals wiederholen. Und manchmal, Gott helfe uns, ist das Spiegelbild ist nicht das, was man erwarten würde, okay? Ich kann die Schreckensbilder nicht in Worte fassen, die sich zeigen. Allein es zu Papier zu bringen, wäre eine Beleidigung für unseren Herrn. Aber ich kann sagen, dass je häufiger diese Schreckensbilder auftauchen, desto näher kommen sie und desto weniger Zeit haben wir, bis sie nicht mehr nur eine Reflexion sind. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, ich weiß schon. Was soll ich machen? Muss ich rennen? Muss ich die Tür zuhalten? Scheiße, ich wollte mich im Raum noch näher umsehen, ne? Oh, leck mich, Alter, das... Oh, leck mich doch nicht, hier unten ein Seil. Jetzt hab ich so einen Kackgeist. Jetzt hab ich so einen Scheißgeist hinter mir. So einen Klumpatsch. Oh. Jetzt wissen wir ja immerhin. Das ist so ja ähnlich wie bei Mirror, Alter, dass da irgendwie so ein Parallelschattenviech ist, das dich dann richtig zerficken will. Und je näher die kommen. Okay, so verzweifelt wie ich bin. Ich irgendwas baumeln. Aber ich habe immer noch keine Scheißkarte von dem Ort. Wie kann man so. Okay. Vielleicht besser. Wie kann man so unvorbereitet sein? Oh mein Gott. Ew. Klingt gut. Oh oh. Das hatten wir doch auch am Anfangsraum. Also wie wir mit Daniel Paranoia unten im Keller waren und so. Auch mit der anderen. Mit den anderen Viechern. Warum? Ach ja, schon gerade geht mein Licht aus. Also mein Handylicht ist parallel ausgegangen, wie es hier ein bisschen dunkler wurde. Ich schon erstmal schocke. Oh, welche durchgucken? Jemand hat dafür gesorgt, dass niemand in diese Zelle gelangen kann oder wieder heraus. Ich meine, von so einem Haus kann ich das ja noch irgendwie nachvollziehen. Oh, oh. Works, let's see how much I have left. Oh, das wollte ich aber eigentlich gerade gar nicht machen. Also, ich möchte nicht dieses Eklige sehen. Junge, das ist gerade, Alter, wie mit fucking Bloody Mary, Alter. So ein bisschen dreimal drehen und dann Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Ich warte nur darauf, dass was passiert. Muss ich was drücken? Herr Hascher? Fick dich doch. Ich hätte mich noch mehr umsehen müssen, ne? Weil unten ging ja noch und na egal. Oh, das letzte Konzert. Das fangen wir auf jeden Fall noch an. Ich meine, ich habe nur noch 13 Sekunden, aber gucken wir uns eh den Vorspann an und dann. Schau mal.
since I didn't hear from him. Oh shit. I thought he'd forgotten me again. Caught up in his usual Schnauze timer. Abbrechen. Verwerfen. You know? Did he stay here alone? Do you know if he went in? Yes. Well, I don't know if he went in, but he certainly did ask me to leave. He seemed a bit more erratic than usual. As I said before, it wouldn't be the first time I've traveled with Sebastian only to find myself on a forced holiday until he remembers I'm there. Honestly, I thought he'd forgotten completely this time and had just headed back home. The hotel was booked until Monday, so... Well, he's not home. That much I can tell you. Is there any way to get in there? Well, as far as I know, the door isn't locked. Although it might be a bit swollen from the humidity. Maybe if we gave it a little push. Right, let's give it a try. But someone should look for another way in, just in case. Geil, ich habe wieder zwei Figuren zur Auswahl. Ja, aber der Paranoia, der darf dann noch so ein bisschen rumchillen. Wir können zwischen Sophie und Etienne, gut, dass ich den nicht verkackt habe, schon wählen. Dann würde ich einfach sagen, ich beende den Part an dieser Stelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch Spaß. Bye.